Ja, servus zusammen und willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von ARK. Und Anni spielt gerade schon mit Bertha rum. Ja, denn Bertha hat gleich eine Aufgabe. Wir haben festgestellt, wir haben einen dicken Bronto in unserem Canyon und Bertha muss den einfach mal auseinandernehmen. Der guckt mich so hungrig an. Wir möchten nur spielen. Wir möchten nur spielen. Wir möchten nur spielen. Ich würde es gerne streicheln, aber es geht nicht. Ja, genau. Und nebenher, neben Berthas Aufgabe, versuchen wir den zweiten Pteranodon zu tamen. Problem, Mina ist nämlich weg. Mario hat Mina verloren. Ich habe die nicht verloren, um zu meiner Verteidigung. Ehrlich gesagt, also wurden unsere kleinen Viechers hier letztens angegriffen und ja, da ist Mina völlig verängstigt weggeflogen und keine Ahnung. Also hast du Mina verloren, das muss man so sagen. Die hatte Angst. Ja, schön, ich habe auch Angst. So, und bevor wir jetzt hier weiter quatschen, es wird nämlich schon neblig, ziehe ich mal mit Bertha los. Komm, Bertha. Ja, wir haben übrigens hier noch jetzt Luna dazu bekommen, auch ein Mädchen. Ein Ankylosaurus-Mädchen, denn das war ja letztens irgendwie, das hat man ja nicht aufgenommen, haben wir uns die zwei Ankylosaurusse, Saurier, oder auch mal. Sauren. Sauren. Die Sauren, Saurier. Ja, hat ja schon lange gedauert, hier gerade Level 74, also es dauert wirklich lange, bis man die erlegt bekommt. Und von daher sind wir jetzt ganz zufrieden mit denen. Können wir jetzt benutzen, um Metalle und Steine und sowas zu zertrümmern. Genau. Gehen wir jetzt ein bisschen Brontos jagen, denn wir brauchen noch ein bisschen Fleisch für unseren Pteranodon. Richtig, der möchte mal wieder so ein bisschen Premium-Futter haben. Und ja, das gibt's ja nicht so häufig. Jetzt müssen wir mal schauen, ob der Bronto noch da ist. Als ich geschaut habe, sieht so anders aus, weil der Stein schon immer hier. Ja, das Problem ist der Bronto, wenn der durchläuft, der zerstört alle Büsche und Bäume und hast du nicht gesehen, deswegen. Ja. Naja. So, es wird leerer und ich sehe ihn. Es wird ein Härtetest für Bertha, denn der Bronto ist Level 42. Ja, kannst du mal rangehen. Oder willst du in Sicherheit bleiben? Ich stelle mich mal hier hoch, ich hoffe, ihr trifft mich hier nicht. So, Bertha. Komm, Bertha, du schaffst es. Ich hau einmal rauf. So. Au. Bertha! Oh Gott, ich hab Angst, ich muss hier weg. Oh weia, böser Bronto. Macht Bertha irgendwas? Ja, Bertha greift an. Ich meine, wir könnten ja unterstützen, wenn du einen Bogen mit hast. Nee, weil ich glaube. Ich habe nur Narkosefeil, aber er blutet schon. Ja, Bertha macht das und ich bin fast tot. Das ist super. Ja, Bertha macht das einwandfrei. Guck jetzt mal. Ja, oh, super. Bertha. Super. Gute Bertha. Die gute Bertha. Oh, mein Gott. Also auch wenn Bertha zahm ist, ja, ich krieg jedes Mal die Panne, wenn die auf einmal so angerannt kommt und sagt, guck mal, ich hab das erlegt. Ja, wir kurz die Knochen rausholen. So, gut, zerlege mal. Ja, gut. Ich bring mal Bertha zurück. Oh, wobei. Kannst du vorhin mal am Ufer gucken, ob wir noch irgendein Bronto finden. Ich bin gerade erstmal fast tot. Und irgendwas ist. Ja, ich bin immer noch fast tot. Ich komme hier noch gar nicht lang. Der Bronto hängt. Schon ein bisschen Prime da? Nee, noch nicht. Nee, kein Prime. Schade. Dann kannst du trotzdem mal zurückgehen. Oh, da ist der nächste Bronto. Ja, denk an unseren Pteranodon. Boah, ist das kahl hier, ey. Ja, weil die alles. Da standen mal Bäume. Ja, weil die alles niedertrampeln. Ich kann den Stego erstmal kaputt machen. Ja, ruf da. So. Wer hat ein Level? 25. Ja. Uah, mein Gott, und immer mit dem harten Schwanz ins Gesicht. Das ist. Ja. Mit dem harten Schwanz ins Gesicht. Das klingt schon wie Bertha. Ja, das wollte ich so auch nicht sagen. Bertha, fein gemacht. So. Und ich bin hier wieder fast tot. Bertha, was sagt denn eigentlich dein Essen? Bei den Trikes muss aufpassen, die sind Rudeltiere, ne? Ja, stimmt. So, mal den Bronto angucken. Der hat ein Level. Der hat Level 20. Ja, dann mal ruf da. Ich hab Angst, ehrlich gesagt, weil jedes Mal kriege ich das Ding in die Fresse. Warte. Ja. Naja, genau, mach das mal. Ja, bleib doch mal stehen. Ja, ich antworte sie einfach mal. Nein, einfach stehen bleiben. Gut. So. Hast du sie? Ja, das mal nämlich so hier. So, Bertha. Na hopp. Ach Gott, jetzt greift ihr ihn nicht an. Ja, dann musst du doch die Taste dafür drücken. Ja, die habe ich eigentlich gedrückt, aber ich habe eine neue Tastatur. Ich weiß nicht, welche Taste. Ja, dann wähl doch das Inventar aus. Da kannst du auch sagen, dass sie angreifen soll, was du angreifst. Echt? Eigentlich sollte das gehen.
Nee, warte mal. Ich muss mal ganz kurz gucken. Das ist wie gesagt, also ich habe eine neue Tastatur, eine amerikanische Tastatur, da ist alles ein bisschen anders. Hier vielleicht. Wir nehmen einfach mal die Taste. Ja, passt schon. So, ich wünsche euch viel Erfolg. Ja, los, Bertha. Hol dir dein Essen. Ach, Bertha. Der Bertha ist noch ein bisschen verwirrt. Sag mal, Bertha. Oh Gott, ich muss hier weg. Jetzt hat sie. Bertha hat Blut geleckt. Ich kümmere mich bei den beiden ums Oh, nix wie Kleinvieh. weg. Kampf, aua, Kampf der Giganten. Sollte man nicht in der Nähe stehen. Aber es sieht auch wieder sehr gut aus für Bertha, glaube ich. Sie blutet nicht so wie der Bronto. Sehr schön. Bertha ist ein Kampfschwein. Im wahrsten Sinne. So, ich nehme mal auseinander. Okay, dann gehe ich mal zurück. Genau. Nimm mal schön die Knochen rausholen vorher. Ich habe gerade schon Ach gemacht. so, ja. Haha. Dü-dü. Ah, nee, hier ist nichts drin. Da. Ach so, bei dem hast du das schon gemacht. Ja. Ja, gut. Bertha, lass ich bei dir? Nee, die folgt mir gerade. Nee, die hast du, genau. Also, soll ich sie mitnehmen? Ja, mach mal. Und dann guck mal nach unserem Pteranodon. Das ist schon wieder ganz schön lange her. Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Aber auch kein Prime hier drin. Was soll denn das? Nix. Nix. Ja, ist halt immer eine Katastrophe, wenn die Prontos hier wirklich durch den Wald latschen. Die machen alles platt, was an Bäumen irgendwie rumsteht oder sowas. Ist halt ein bisschen ärgerlich. Es dauert halt eine Ecke, bis das respawnt, von daher, naja. In irgendeiner der nächsten Folgen sieht es wieder hübsch aus. Bertha hängt gerade fest, naja. Ist egal, ich gehe jetzt erstmal nach dem Viech gucken. Bertha kann ich gleich holen. Wir haben einen Mammut zu Besuch. Und Mammut, auf unglaublich. der anderen Seite. Ich bin gerade nicht da. Ja, das macht nichts. Aber ja, ich sammle erstmal vor Schrecken meinen Kot auf. Dein Kot. Mein Kot, dein Kot, unser Kot. Ja, lecker. So, Fleisch drin hier. Ich hole mal kurz noch ein bisschen Narcotics. Ja, da waren nicht mehr so viele drin. Mal was trinken von unserem schönen Wasserhahn. Die gute Rohrperle. Das ist so eine gute Konstruktion, finde ich. Also, Ja, ich finde das auch wunderbar. jo, ein Mammut. Ja. Ja, können wir uns gleich mal angucken. Wo kommt denn das her, ey? Da war noch nie ein Mammut. Na, Die waren immer weiter weg. es kommt aus den Bergen runter. Einen langen Weg hinter sich. Na, vielleicht ein Bär hängt vorne irgendwie noch fest. Kannst du die mal holen? Bertha Maus, wo bist du? Den vorne irgendwie am Stein fest oder so. Ich habe sie nicht gesehen, wo ich hierher gekommen bin, ne? Wollte ich mal sagen. Hat hier getarnt. Bertha hinterm Stein oder was? Na, ganz vorne an der Ecke. Ich muss erstmal was trinken eigentlich. Na, dann. Ja, ich sammle mal kurz ein paar Bär. Ach, du bist schon auf dem Weg. Ich hab die. Ah! Bertha? Bertha im Stein. Komm her, Bertha. Na komm, los, hopp. Na, braves Mädchen. Ja, die hat einen ziemlich großen Wendekreis, die Gute. Das kannst du so nicht sagen, ne? So, ich bring mal kurz mein Zeugs zurück. Ja, wir haben übrigens schon Pläne für die nächsten Aufnahmen. Wir werden nämlich jetzt, demnächst mal, wenn wir noch einen zweiten Pteranodon bekommen oder noch einen zweiten Flugviech generell, mal anfangen auf der Insel im Norden. Ich zeige das mal ganz kurz. Man erkennt es ja gerade im Norden so. Da werden wir einen Außenposten errichten. Oh Weil ja. dann können wir nämlich rüberfliegen mit dem Geier und können dann halt dort entsprechend abladen, das ganze Zeug, ganze Baumaterialien und so Kram. Ja. Das ist ein guter Plan, finde ich. Denn das ist nämlich eine Höhle und die wollen wir demnächst mal besuchen gehen. Neben den anderen Höhlen, die wir hier auf der Insel noch haben. Und die wir noch nicht entdeckt haben. Ja, wir haben tatsächlich noch keine gefunden. Müssen wir mal gucken, wo die sind. Aber finden wir schon noch. Ja, wir haben ja Zeit. Ist eigentlich irgendein Dinosaurier, der einen bestimmten Spürsinn hat? Nee. Schade, der hätte uns sonst die Höhle suchen können. Leider nicht. So. Ja, und wir werden tatsächlich demnächst auch anfangen, mal irgendwie Megalodon zu farmen. Zu farmen, sag ich schon. Zu zähmen. Ja, Kannst du auch farmen? farmen Was? können wir die natürlich auch. Haifischbecken. Geil. Also von diesen komischen, ich weiß nicht, wie die Viecher,
im Wasser heißen, diese aussehen wie Schildkröten mit einem langen Hals. Ich weiß nicht, wie die heißen, mit so Schwimmflossen. Ja. Die geben gut Prime Meat, wenn man einen guten Hai hat. Okay. Das habe ich noch so, gar nicht gewusst. So teilweise 5 bis 6, wenn man die killt. Pro Stück? Ja. Ui. Okay, das ist ein Grund mehr, um da hinzugehen. Mein Prime Meat vereinfacht schon so einiges. Ja, auf alle Fälle, also ins Wasser halt mal zu gehen, müssen wir mal gucken, dass wir uns mal einen guten Hai fangen. Ja. Es ist ja so, wenn man die Viecher zähmt, also man sollte darauf achten, dass sie schon ein ganz gutes Grundlevel haben, denn wir können maximal halt noch zusätzlich nach dem Zähmen, ich glaube, 42 Level extra bekommen. Das heißt, ein Level 1 Dino wäre dann maximal Level 43 und ja, und mit Luna hier hat man ganz gut Glück. Die hatte nämlich schon ein Grundlevel von 72. Das heißt, nochmal 42 Level obendrauf, kann schon ein gutes Max-Level erreichen. Ja, das stimmt allerdings. Und Lupi kann hier, glaube ich, um Level 80 werden. Ich weiß gar nicht, was der Grundlevel hatte, die Lupi. Lupi, 27, nee, 23, irgendwie sowas. Ich glaube, das war sowas in dem Dreh. Lass mal kurz meine Rüstung hier reparieren. Ich wollte die nämlich mal wieder färben. Ja, Farben haben wir jetzt auch schon eine Menge hergestellt. Wir haben nämlich jetzt mal ein bisschen bei den Beeten ein bisschen was aufgepeppt quasi. Ja. Und wir können tatsächlich auch mal gleich ein bisschen Zeug erstellen. Hier so Regenerationstränke oder wie die heißen. Diese aus den Stimberries? Nee, wir haben ja ein Rezept gefunden, wo man schneller regeneriert Lebenspunkte und wo man länger unter Wasser atmen kann. Wenn ich hier mal noch menschlich bin. Ich kann es ja gleich mal zeigen, das Rezept, wenn wir dann, wenn ich wieder im Haus bin. Ich gehe mal ganz kurz hier zu dem Airdrop. Habe ich denn meinen Hut? Ich hab meinen Hut verloren. Ja, alles versaubeutels. Ja, hä? Erst verschleppt es Mina und dann... Ja, genau ich. Jetzt bin ich wieder schuld. Das lasse ich mir nicht bieten. Was haben wir denn hier? Ein Mammutsattel. Oh, das ist aber sehr schön. Das trifft sich sehr gut. Ja, cool. Dann können wir uns ja gleich mal um Money, das mürrische Mammut kümmern. Oh, Money. Flausche Money. Flausche Money. Ja, das Problem ist, wir haben jetzt, wenn der da drüben am anderen Ufer rumliegt. Naja. Du meinst da also viel gefährliches Zeugs? Na, man müsste den über den Fluss locken, quasi. Also mal halt mit dem Bogen anschießen und irgendwie in den Canyon reinlocken. Das haben wir übrigens bei den Ankylosauriern auch gemacht. Wir haben die hier reingelockt und hier direkt vor der Hütte dann mit dem Bogen, mit Betäubungspfeil oder sowas erlegt. Ja, eigentlich wollten wir ja nur einen haben. Aber genau. Die kamen dann halt gleich im Doppelpack. Ja, dann haben wir gedacht, okay, dann mache ich gleich beide. Ja, schade, dass es zwei Mädchen waren. Wir haben ja hier schon so einen kleinen Zuchtbetrieb geplant. Das hat dann so nicht funktioniert. Und Adoption steht ja hier noch nicht zur Auswahl. Ja, denn wir wollen nämlich ein bisschen irgendwie auch Eier und sowas von den Viechern haben. Und das geht natürlich nur, wenn die natürlich im Pärchen unterwegs sind. Ja. Denn man kann aus diesen Eiern halt ja besondere ja Nahrungsmittel machen für die Dinos. Denn gerade die Karnivoren, die essen ja Prime Meat sehr gerne, aber es gibt halt noch so Kibbel oder wie das Zeug, ich weiß nicht, wie das übersetzt bedeutet, oder was es übersetzt bedeutet. Damit kann man die noch besser füttern. Das heißt, die werden noch schneller gezähmt und verlieren quasi weniger Effizienz beim Zähmen quasi. Ja. Von daher sollten wir uns damit dann auch wirklich mal beschäftigen. Ja. So, ich wollte mir aber jetzt trotzdem meine Klamotten einfärben. Wir haben ja jetzt tolles Zoss Gaming Orange. Und Schwarz haben wir auch. Ganz stilig. Da kommt schon ein Blaues runter. Ja, die Narco-Berries wachsen hier echt sehr schnell. Und von diesen komischen Severoots brauchen wir noch eine ganze Menge. Mhm. So, Moment, ich habe ja Kacke gesammelt und keinen Dünger. Aha, juhu. Oh, sehr schön. Eigenes Häufchen gemacht, können wir gleich hier reinpacken. Ja, da sind jetzt auch drei drin. Na, jetzt sind drei drin. Naja, meine ich ja jetzt mit deinem. Also hier Medium, Large. Large haben wir hier vorne, glaube ich. Large, Large und noch Large. Sehr schön.
Genau, also ich wollte mal ganz kurz das Rezept zeigen, was ich meinte zum Trägerstein. Das Gute ist allerdings auch, man braucht das Rezept tatsächlich nicht, wenn man das Rezept kennt, also so aus dem Kopf quasi, dann kann man das auch nachbauen. Und zwar haben wir hier unten nämlich so ein Rezept, mal kurz schauen, ich glaube dieses hier nehmen wir hier, genau, Lazarus. Man kann quasi, also man erholt sich schneller von Verletzungen und man braucht weniger Luft quasi beim Atmen. Dafür braucht man Silverroot und Longgrass. Das haben wir unten angepflanzt, jeweils zwei Beete, weil das wächst halt relativ langsam. Fleisch brauchen wir noch ein bisschen Meshuberries, haben wir auch ein Feld voll von, sehr gut, und ein bisschen Narcotics. Also richtig gutes Zeug, das können wir, wie gesagt, demnächst mal herstellen. Ja. Ich weiß noch nicht, was eine Handvoll Meshuberries bedeutet. Fünf? Also wir werden es sehen. Ja, eine Handvoll, ja, könnten fünf sein, wobei ich ja nicht weiß, wie groß die sind. Bei mir ist eine Handvoll... Mehr als fünf, ja. Könnten auch vielleicht 10, 15 sein. Wir lassen es dabei bauen. Ja, auf jeden Fall haben wir da noch das Rezept für gefunden und das werden wir demnächst mal bauen. Das Zeug, denn wir wollen, wie gesagt, ja demnächst mal anfangen mit Öl sammeln und mit Haien fangen, also Megalodons und so. Braucht man halt, ist ganz wichtig. Und Öl gibt es halt nur leider unter Wasser. Ja. So, dann gehe ich mal schnell noch hier hinten gucken, was hier hinten in dem blauen Teil drin ist. Aber ich finde, Bertha schlägt sich schon sehr gut, also gerade gegen die Brontos. Ja, besser ist sie auch. Hat sie schon noch... Wir haben ja Bertha nicht aus Spaß geholt. Ja, das stimmt allerdings. So, den brauche ich nicht. Kann man weglassen. Habe ich schon tausendmal gefunden. Hier Kompass und Blumenbeet quasi. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass Bertha sich gegen eine 42er Pronto so gut schlägt. Ja. Gut, aber inzwischen hat sie natürlich auch schon ein bisschen auf Nahkampfschaden trainiert. Die gute. Wen sie da noch so erlegt. Also richtig spannend wird es ja, wenn Bertha mal gegen den anderen T-Rex antritt. Ja, kein Problem. Bertha ist eine gute, die kann das. Bin da sehr froh gestimmt, dass sie auch andere T-Rexe erledigt. T-Rexe? Hängt natürlich auch diese Mehrzahl immer wahnsinnig gut. Hängt auch immer ein bisschen vom Level ab. Jetzt habe ich nämlich jetzt schon mal ein bisschen was hier in Nahkampfschaden investiert. Man sieht ja, 18% bekommt ihr Nahkampfschaden dazu und die hatten schon einen sehr großen Grundschaden, also die macht echt eine Menge Schaden. Da bekommt sie demnächst noch ein bisschen was auf Lebenspunkte. Im Prinzip braucht ihr eigentlich nur Nahkampfschaden, ein bisschen Stamina, wobei sie auch schon eine ganze Menge hat, und ein bisschen Gesundheit. Ja. Und dann rockt sie ihr das Haus. Gute Bertha. Gute Bertha. Ja, vielleicht sollten wir jemanden einen Spielgefährten holen. Ja, eben. Ein zweiter T-Rex, vielleicht ein Weißen oder so. Albino, ja, lass mal. Also wenn wir mal einen finden und zufällig Pfeile mit dabei haben, sollten wir das wirklich... Ja, tun. Gerüchten zufolge gibt es jetzt seit dem letzten oder vorletzten Patch tatsächlich einen Alpha-T-Rex. Ein Alpha-T-Rex? Ja, allerdings ist er noch nicht zähmbar. Der ist nur tatsächlich jetzt... der sieht ein bisschen anders aus, soweit ich das mitbekommen habe. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe es halt gelesen. Dass es den geben soll. Der sieht ein bisschen anders aus als die normalen. Und ja, ich bin mal gespannt, wann wir ihn treffen. So ein Alpha-T-Rex. Wahrscheinlich in Anlehnung an Jurassic Park, an den neuesten Teil, oder? An den Indominus Rex oder sowas? Gute Frage, keine Ahnung. Wie hieß, weil ich meine, das war ja auch das ultimative Alpha-Tier. Das war ein mutiertes Irgendwas. Ja, künstlich erzeugt, aber Mega-Alpha. Wobei, das war ja eigentlich ein Raptor. Ja, nein, eine Mischung aus T-Rex und Raptor und keine Ahnung. Ja, sah aber so ähnlich aus. Auf jeden Fall war das auch ein komisches, großes, weißes Vieh. Ja. So, was macht unser Pteranodon hier? Ja, dem geht's gut, ich war gerade da. Na, ich wollte mal gucken, wie weit er ist. Ja, ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, plus 9 Level kriegt er dazu. Also wie gesagt, die Taming-Effizienz bedeutet halt auch, dass sie, wenn die richtig gut ist, dass sie noch zu dem Level was ohnehin schon haben. Ja, die hat gerade Level, also 27. Wenn die jetzt just in dem Moment fertig wäre mit Zähmen, dann würde sie nochmal 9 Level oben drauf bekommen. Das heißt, sie hätte ein Level 36. Das wäre schon mal ganz, ganz, immer ganz wichtig. Und das ist halt auch, wenn die wenig Schaden erleiden, wenn man sie betäubt, quasi, wenn man die ganze Zeit drauf prügelt, dann nehmen die natürlich viel Schaden. Aber wenn man die halt nur mit leichten Pfeilen und Bogen betäubt, dann ist das halt natürlich effizienter. Also wenn man die völlig zu Klump haut und dann versucht zu zähmen. Ja.
Je mehr Lebenspunkte die haben, umso besser. So, Mensch, wir sind schon wieder durch mit unserer Folge. Okay. Zeit ist schon wieder gerannt. Ja. Würde ich doch denken, in der nächsten Folge kümmern wir uns mal ums Mammut. Ja. Vielleicht. Mal gucken, was wir damit machen. Ob wir das dann fangen oder ob wir es angucken und weiß ich noch nicht. Mal gucken. Erstmal schauen, was es für ein Level hat. Ja, das sowieso. Vielleicht holen wir uns auch noch einen Ankylosaurus, noch einen zweiten oder einen Pteranodon. Mal gucken. Ja, irgendwas. Beziehungsweise einen dritten Ankylosaurus. Wir haben schon zwei. Gott, dann haben wir ja wirklich Tierpark. Aber das kann ja dann mal wirklich ein Männchen sein, ne? Ja, wir brauchen das auf jeden Fall. Das ist ja dann der Plan. Wir brauchen auf jeden Fall ein Männchen. Und hier drüben, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, bevor wir jetzt noch die Aufnahmepause machen. Also zum einen steht hier noch von unserem Stammesmitglied steht hier noch ein Flugviech rum, aber hier haben wir schon mal das Fundament für unser Lagerhaus gelegt. Das haben wir noch gar nicht gezeigt hier, Mensch. Schon mal ein bisschen was vorbereitet. Also war wirklich eine Menge Materialfarm angesagt. Und hier geht's dann hoch in die zweite Etage irgendwann mal. Richtig. So die dann irgendwann mal da ist. Ja, denn wir wollen da wirklich die Schränke mal ein bisschen umbauen. Das ist alles nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, wir haben ja einfach keinen Platz mehr, ist alles voll. Aber wie gesagt, das dauert noch ein bisschen. Wir haben ja noch einiges zu tun hier in A quasi. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Jo, ciao.